So, ich hoffe, ihr hört mich. Ich muss nämlich mit dem Laptop streamen. Und da kann ich leider die Szenenvorschau nicht aktivieren. Ja, Moment. Ah, Mucke ist noch ein bisschen laut. Muss ich mal noch ein bisschen leiser machen. Und ich höre keine... Ach doch, ich höre Alerts. Backhelchen, vielen Dank für dein Prime im zweiten. Vielen Dank, mein Bruder. Geht ja schon mal gut los. Endlich kommt mein Lieblingsstreamer zu meinem Geburtstag online. Oh, habe ich schon einen Lieblingsstreamer. Luis, das haben wir schon vorher gemacht. Also es ist schon eine Weile so, dass wir das machen. Also eine Weile nicht, seit wir Tested on Humans gespielt haben. Ja, ich will auch nicht lange über einen heißen Brei reden. Ich hatte es ja schon angekündigt, wir haben uns mal Klemmbausteine gekauft. Ich habe das Paket hier. Alter, das Ding ist uchsenschwer. Ne? Also, das ist ein Riesenteil. Ne? Ich hoffe, haut das mit der Webcam. Ich muss es jetzt mal angucken. Das Ding noch ein bisschen leiser, können wir machen. So. Ja, wir müssen ja mal gucken, dass wir die Webcam noch ein bisschen einstellen. Ich seh das immer erst verzögert hier auf dem Handy. Ich kann die scheiß Stream-Vorschau auf dem Laptop nicht anmachen. Geiles Teil, Michael. Hab es auch selber. Ja, ich muss mal eben noch schnell ein Sackmesser holen. Ich komm gleich wieder. So, okay, also wir packen das jetzt auch zusammen aus. Das heißt, ich habe mich noch nicht gespoilert. Ich habe das Ding noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe mir hier vorher schon mal so eine Schale organisiert, dass wir die ganzen Lego-Teile dort reintun können. Klemmbausteine. Lego ist was anderes. Na? Klemmbausteine. Loppensteine, wie auch immer. So, okay. Also ich würde vorschlagen, wir machen das Ding jetzt einfach mal auf. Dazu müssen wir das mal rumdrehen. Hier ist die Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Na? Hier ist abgebildet. Das Ding wollen wir bauen. Ist der mit den Motoren und der Fernbedienung drin. Wird auf alle Fälle wild. Wird sehr, sehr wild. Ja, das ist eine schöne Aussie-Gardine im Hintergrund. Ne? Top, ne? Sehr schön, oder? Abmahnung ist raus. Ja, es wackelt. Das Ding ist halt auch ochsenschwer, ne? Das kannst du dir nicht ausmalen. Wo ich das Paket heute hochgehoben habe, also da dachte ich mir, was geht denn hier? Das ist ja unnormal. So. Da haben wir es jetzt im Wert gemindert, weil es ist jetzt nicht mehr original verpackt. Genau, das ist ein italienischer Sportwagen von Kada. Es soll den Ferrari F488 darstellen. Na? Ist nicht das Billigteil von dem anderen Hersteller. Na, wir können es eigentlich so sagen, Lego. Na? Hier gibt es keinen Flex. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Hier vorne die Gitter fallen ab und zu mal raus. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Wir müssen erstmal gucken, wie lange überhaupt wir das Ding brauchen, um das zu bauen. Wenn ich jetzt hier 6 Plus lese, dann soll das wahrscheinlich heißen, ab 6 Jahre. Das kann ich mir aber bei bestem Willen nicht vorstellen. Ja. Imagine, es wäre eine GT3. Ja, ich habe mal geguckt, es gibt noch viele, viele andere Sachen von dem Teil. Also von der Marke, von Kada. Ich bin da ja nur auch komplett neu drin. Ja. 6 Tage plus, ja, logisch. Also ich denke mal, dass wir heute nicht weit kommen werden. Boah, Alter, geht denn der Karton jetzt mal auf? So. Ja, hier haben wir auch nochmal ein schönes Innenbild davon. Na, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber ich denke schon. Na, mal erkennt's. Aber erstmal weg den Karton hier. Ja, gut, man erkennt's nicht so richtig. Perfekt. Und jetzt haben wir hier einen Haufen Kisten. Ich bin jetzt schon komplett... Stream läuft, bis es fertig ist. Das glaube ich nicht. Aber ihr könnt mir mal sagen, wie allgemein der Stream läuft. Wie gesagt, ich mache das hier gerade am Laptop. Und der Laptop ist ziemlich überfordert damit. Aber solange das stabil ist und es keine Lecks gibt, denke ich mal, kommen wir soweit klar. Ich bekomme Angst zu stehen, wenn ich sehe, wie du das Messer hältst. Läuft. Ja, wir gucken mal.
Ah, hier ganz unten sind die Bedienungsanleitungen. Hier steht eine 01 drauf. Ich denke mal, das wird das erste sind, was wir brauchen. Das tun wir schon mal hier hin. Hier 02. Also ich denke mal, dass wir holen jetzt erstmal die Anleitung raus. Ich packe das jetzt hier erstmal zur Seite. Weil ich denke mal, die Kisten hier, was weiß ich, 5, 4, was weiß der Geier, 6 Kisten sind es ja im Endeffekt. Die werden wir jetzt am Anfang nicht brauchen. Wir müssen erstmal gucken. Ey, das ist ja mal mega viel. Das hätte ich nicht erwartet, ohne Scheiß. Also, ich habe erwartet, dass es eine große Kiste ist, aber so eine große Kiste, also, Bruder muss los. So, hier haben wir jetzt Anleitung original eingepackt. Da muss es Onkel Jo Taschenmesser, ich weiß nicht, ob ihr Onkel Jo noch kennt. Das Onkel Jo Sackmesser. Musik noch ein bisschen leiser, ja, das kriegt man noch hin. Die Mucke kriegt man noch ein bisschen leiser. Guck mal, ob der das jetzt so genehm ist. Müsst du mir bloß mal eine Info geben. Wie gesagt, ich habe jetzt die ganzen Ausschläge hier nicht und da muss ich das immer so ein bisschen... Ja, das wäre mal schön, Flo. Ich habe ja heute schon mal geguckt, also wenn mal jemand gucken könnte, ob es von der Anleitung eine PDF gibt, ja, haut den Link hier mal in den Channel. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die dann runterladen, dann könnt ihr mit durchblättern. Der Captain grüßt dich. So. Ah, das sind hier wahrscheinlich die ersten drei Anleitungen, okay. Dann machen wir das ganz systematisch. Erstmal das hier wieder weg. Weil Ordnung muss sein. Und ich mag Ordnung. Ich mag Ordnung sehr. Also wenn was unordentlich ist, dann kriege ich die Krise. Das ist auch auf Arbeit so. Da wäre ich ganz, ganz wirr im Kopf. So, hier haben wir noch einen Aufkleberbogen. Ich denke mal, den werden wir nicht mitverwenden. Ja, ein paar Anzeigen und ein paar Türpaneele sind da dran. Ich hoffe, man erkennt es, aber ich denke schon. So, okay. Dann haben wir jetzt hier Paket Nummer 1. Und dann müssen wir nochmal in die Anleitung gucken. Ja, räumen das erstmal alles wieder hier rein. Dass alles seine Ordnung hat. Das überfordert mich ja schon, den Karton hier zusammenzupacken. Das ist ja schon wie Lego. Siehst du, wir haben gleich zusammengepackt. Ich packe jetzt einfach den Karton zusammen, da sind wir fertig. Perfekt. Oh, Junge. So. Okay, da haben wir sie. Hä, wieso Käfer? Habe ich nicht auf... Was ist passiert, Käfer? Habe ich irgendwas... Warte mal, habe ich irgendwas überlesen? Ist der Autofokus der Kamera aus? Nein, wieso? Zoomt der immer rein und raus, oder was? Super Sternzerstörer von Malt King. Mit 7588 Teilen. Müssen wir mal sehen, ob ich das noch vielleicht... Warte mal. Ich mach die mal ein kleines bisschen runter. Ich hoffe, der Bildausschnitt haut trotzdem noch hin. Ja gut, aber wir packen erstmal das Messer hier weg. Das sieht ja schon ganz schön wild aus. Corpulus Prime 3, vielen Dank, mein Guter, dankeschön. Danke, danke. So, okay, also ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe hier irgendwo, hier habe ich noch eine Schale. Perfekt, dass wir die Teile hier halbwegs reintun können. Ah ja. Was soll mir das jetzt sagen? Da bin ich ja jetzt schon überfordert. Ach so, das sind die verschiedenen Längen, okay. Hä? Okay. Geht das jetzt hier schon mit Bauen los, oder? Ach nee, hier. Bauschritt 1. Das ist jetzt praktisch. Warte mal. Ah, okay. Ah, alles klar. Das sind bloß nochmal solche Hinweise, denke ich. Ne, ihr seht hier nicht alles, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich habe mir schon extra einen großen Tisch rausgesucht. Ich werde jetzt überforderter sein als im Escape Room. Aber ich sehe hier gerade, also, ich weiß nicht, ob das jemand, ne? Also für den ersten Bauschritt, das wäre jetzt praktisch hier die 2, ich hoffe, man sieht's, brauchen wir Kiste 1 und 6. Das heißt, wir müssen jetzt Kiste 1 und 6 hier rausholen. Und dann müssen wir das erstmal
verteilen. Das ist die 5. Und das ist die 6. Okay, also die zwei Kisten haben wir jetzt schon. Wir machen die jetzt einfach mal auf und gucken, was drin ist, oder? Wird auf alle Fälle wild, Mann. Alter. Da ist das bloß eine kleine Kiste. Ihr wollt mich doch verarschen. Auf was habe ich mich hier bloß eingelassen? Okay, das sind große Teile, die tun wir erstmal beiseite. Ist das hier eigentlich satisfying? Oh. Okay, eins. Kleinteile. Ich glaube, das wird lustig, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das sehr lustig wird. So, wo machst du denn das jetzt hier am besten auf? Ohne den Karton zu zerstören. So. Ah, guck an. Wenn das nichts ist. Okay. Das sind Achsen. Das sind auch Achsen. Das sind auch Achsen. Alter, hör doch mal auf. Bauschritt 6. Das tun wir mal hier rüber. Achsen. Hier haben wir auch noch Bauschritt 6. Das tun wir dort hin. Alter, das hört doch Gott. Am Arsch, Alter. Am Arsch einfach nur. Kein Lego. Das darfst du hier nicht sagen. Nicht Lego sagen. Nicht, dass ich dann hier demnächst Post von dem bekannten Klemmbausteinhersteller bekomme. Das ist Kada Master. So, hier haben wir auch noch Bauschritt 6. Ich denke mal, nee, wir machen das mal anders, dass wir das hier alles in Ordnung haben. Ich muss das jetzt mal, das muss Ordnung haben, sonst kriege ich die Krise. Wenn das nicht systematisch gemacht wird, ich glaube, da kommst du komplett durcheinander. So klein ist der eigentlich gar nicht. Du darfst halt nicht vergessen, ich habe hier noch ein Laptop draufstehen, die Webcam, das Stativ steht noch drauf. Da geht noch eine ganze Ecke nach rechts, also ist alles gut. So, wir packen jetzt erstmal das, was wir, wo hier überall 6 draufsteht, das packe ich erstmal wieder zurück. Ich denke, das werden wir erstmal nicht brauchen. Hier haben wir noch bunte Achsen, das werden wir noch brauchen. Oh, das ist alles viel zu wild. Ich heule gleich. So, hier sind auch noch. Ah, hier sind noch Gummis drin, ne? Ja gut. Zack, rein hier erstmal. Das gehört zu 1, das gehört zu 1, das brauchen wir. Das sind die ganzen Achsen, das ist 1, das ist 6. Zack, rein hier. Mit 6. Du Sack, Alter. Zabot, vielen Dank für dein Prime, mein Guter. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, Sprachqualität und alles ist ordentlich. So, aber wir müssen jetzt, das kommt in die Box. Das sind alles so Sachen, die in die Box reinkommen. Das ist natürlich blöd. Ich habe eine schwarze Box mit den schwarzen Achsen. Das ist natürlich undoof. Das kommt in die Schale. So, okay. So, wie machst du die jetzt am besten auf, dass sie eventuell wieder verschließbar sind? Ja, schön mal noch eine Schere. Anleitung auf Chinesisch. Nee, die ist zum Glück bebildert. Das ist ganz, ganz gut für mich. So, das erstmal kurz beiseite. Also schon alleine die Vorbereitung, die nimmt schon einen Haufen Zeit in Anspruch. So. Ich würde vorschlagen, die machen wir hier rein. Perfekt, sehr schön.
Ja, RGB. Also so schlimm ist es eigentlich bei mir nicht. So, das kommt hier noch hin. Das sind graue Achsen, da braucht man bloß eine kleine Box. Wie? Jetzt wäre es fast schief gegangen. Wie nennt man die hier? Das sind jetzt 2-1, also eine 2er-Achse und eine 1er-Achse, ne? Ich würde mir da gerne noch Zettel reintun. Ja, keine daneben, ey. Wenn hier eh so ein Teil fehlt, ich glaube, da kriegen wir das Ding nie zusammen. Ich glaube, der wird sogar im Internet als 488 gekennzeichnet. So, das sind hier nochmal größere Achsen. Steht doch überall Kader auf denen. Alter, ich bin halt über 30 und fange jetzt hier an, mit Klemmbaustein zu spielen. Und das auch noch on-stream. Wie viel sind wir denn jetzt momentan? Fast 130 Leute gucken jetzt an, wie ich hier so Tüten aufreiße. Das sind 1er Achse. 3er Dinger nennt man die. Ja, ihn. So, das ist wieder eine große Box. Das werden wir dann hier drüben reinmachen. Ich denke, mit meiner Vorbereitung bin ich hier gar nicht so schlecht. Wenn wir da hier ein bisschen Ordnung haben. Dingsbums ist auch ein beliebter. Dingsbums-Scheißteil ist auch... Alles klar. Lucaso, vielen Dank für deinen Sub im dritten. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, hier haben wir jetzt noch ein paar gemischte, bunte Achsen. Oh, die Box, die ist so Gold wert, glaube ich, dafür. Weil die kann man nämlich auch verschließen. Da fällt der Bums nämlich nicht raus. Ja, Kater hat auch 4 Buchstaben. Also, pass auf. Wir können das ja jetzt schon so, wir können ja schon über Lego reden. Wir können über Kada reden, wir können über Lego reden. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich persönlich bin mit Lego nicht oft in Kontakt gekommen. Ich gucke Held der Steine, den gucken wahrscheinlich viele. Und ich gucke ihn halt auch gerne, weil der ist schon recht lustig. Und solange wir jetzt hierzu nicht Lego sagen, es sind Klemmbausteine von Kada. Und dann ist, glaube ich, alles gut. So. Weiß halt bloß nicht, wie die Anleitung von Kada ist. Also ich habe gelesen, dass es da ab und zu ein paar Fehler gibt in der Anleitung selber. Hier haben wir auch noch Achsen. Nicht so viel Zeug. So. Und ein Haufen Müll. Ja gut, du kannst halt nicht alles in einen Beutel reinhauen, ne? Hey, wir haben jetzt schon 20 Minuten verdalt nur um den Bums hier. Um den Bums hier einzusortieren. So, okay. Dann. Hä? Wo ist das hinten? Tun wir das hier gleich wieder in die Box rein, dass hier nicht so viel Müll rumliegt. Aber wir haben ja hier noch. Müssen ja noch mehr auspacken. Das war's ja noch nicht. Das ist einfach nur so crazy. Ich sag's euch. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. So. Dann kann ich mir das hier so schräg hinstellen und dann kann ich nämlich schön reingreifen. Ist doch nicht, seht ihr die Box? Ich denk schon, ne? So. Ja, ihr seht sie halbwegs. Perfekt. Die Anleitung ist eine harte Nuss. Jetzt hör auf, mir Angst zu machen. So, jetzt haben wir hier natürlich viele Kleinteile. Also ich denke mal, hier haben wir die großen. Das Kuchenblech ist natürlich jetzt auch Gold wert, ne? Also das ist eigentlich so eine Tortenunterlage, die ist älter als ich. Chat. Also Stream sollte eigentlich nicht hängen. Bei mir hängt er nicht. Oh. Ist das hier so ein
Teiletrenner. So. Wie macht man das nur? Ja, ich werde das so machen. Das sind ja auch nochmal so. Ja, nee, komm, das tun wir jetzt alles in eins. Das gehört alles in eins. Das tun wir auch das alles in eins. Teilen das hier schön auf. So. Wer von euch hat denn das Ding jetzt eigentlich schon alles gebaut? Mal eins in den Chat. Wechsel es, Alter. Geht doch schon wieder gut los. Sagte eins, nicht irgendeine Zahl. So kleine Teile machen wir am besten nach vorne und große nach hinten. Ich sehe ja schon das erste Zahnrad. Alter, das ist ja alles mini. Ach du Scheiße. So ist alles leer. Das ist die Variante mit Motoren. Aber ich habe die Motoren noch nicht gefunden. Die sind ja irgendwo in den Boxen noch drin. 144. Ja, moin. Ey, das kriegen wir nie zusammen. Im Leben nicht. Das ist alles schon wieder viel zu wild. Ganze Papiergedöns. So, wir fangen gleich an mit Bauen. Wir haben es gleich. Also wir haben jetzt gleich die ganzen Tüten alle abgerissen. Und dann geht es los, denke ich. So, okay. Perfekt. Eieieiei. Allein eine halbe Stunde verdahlt, um das ganze Gedöns hier auszupacken. So. Gut. Ordnung haben wir. So, kann's losgehen. Halt. Hier ist noch Papier. Also sorry, dass ich da hier jetzt so ordentlich bin, aber ich bin ein absolut ordentlicher Mensch. Ich mag das überhaupt nicht. So, jetzt aber. Gut, haben wir's. Musterknabe, nein. Was denn für Soundaussetzer vom Mikrofon oder was? Dann muss ich mal, warte mal, dann muss ich mal gucken, ob ich hier auf dem Mikrofon Filter habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Filter hier drauf. Sollte eigentlich gut sein. Kuruka. Nee, also bloß um das jetzt nochmal für alle zu sagen, das ist mein erstes Lego oder Klemmbaustein-Set, was ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren gebaut habe. Ich habe noch nie Lego-Technik gebaut, das ist das allererste Mal. Das ist wirklich das allererste Mal. Das ist ja wild. Was es nicht alles gibt, Mann. Ich glaube, die brauchen wir ganz zum Schluss. Werde ich auch erstmal hier zur Seite tun. Zack. Immer noch alles gut. Okay, also. Ah, die Motoren sind in der Kiste 6. Die Reifen, die Fernbedienung und das Akku-Pack. So wie ich das jetzt hier verstanden habe. Und ja, also hat mal jemand geguckt wegen der PDF, der Anleitung? Also am Ende soll es dann, also ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, das bezweifle ich, soll es dann heute erstmal so aussehen, das ist der Vorderbau. Ich hatte vorgehabt, bis spätestens 10:30 zu streamen, weil ich morgen wieder auf Arbeit muss. Ja, ich hatte auch schon geguckt, ich habe aber auch nichts gefunden. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber was wollen wir machen? So, jetzt geht's halt schon los. Bin schon überfordert. Also wir brauchen jetzt hier wahrscheinlich dieses Panel. Dann brauchen wir zwei graue Einser-Achsen. Das wären
diese hier. Seht ihr das alles oder soll ich die Kamera noch ein Stück ranholen? So, dann brauchen wir hier diese Achsen. Zwei Stück. Ne, drei brauchen wir davon. Ne, das sind wieder andere. Ach ja, je. Warte mal, wo hab ich denn jetzt rausgeholt? Hier. Ja, davon brauchen wir drei. Das kann nur gut werden. Ich sehe das schon kommen. Wir sitzen Weihnachten noch hier und bauen das Ding. Entschuldigung. So, und dann die hier, ne? Zwei Stück. Genau. Haben wir. So, okay. Das ist jetzt oben und dann sollen wir das jetzt... Das erste. Check. Das kommt dann hier hin. Bastelstunde, ja, wir basteln heute mal. Wir basteln heute mal ein bisschen. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir uns nicht verbasteln. Oh, hier fällt schon das erste Haupthaar wieder runter. Hä? Was ich jetzt nicht verstehe ist... Ach so, okay, also soll ich die jetzt noch hier reinstecken? Es wäre halt geil, wenn man hier noch... Du darfst das Wort Lego nicht erwähnen. Warum darf ich das nicht erwähnen? Ist das verboten? Dann müssen wir uns jetzt angewöhnen, Klemmbausteine zu sagen. Schlaui, grüß dich. So. Was ich jetzt halt nicht verstehe, warum das hier nochmal so abgebildet ist. Das raff ich jetzt nicht. Das ist mir schon zu wild. Das ist Kader, Schlaui, genau. Wie Musterknabe sagt. So, okay. Also das brauchen wir jetzt anscheinend erstmal nicht mehr. Das soll ich jetzt zur Seite legen. Da sind wir nämlich schon hier bei Bauschritt A2. Dann brauchen wir... Oh, das Licht spiegelt ganz schön. Siehst du kaum. Brauchen wir so einen Rahmen. Das wäre der. Ein L. Das wäre halt jetzt auch cool. Guckt mal, hier gibt's nämlich auch dünne Ls. Ah, das wird dann bestimmt gekennzeichnet. Alles klar. So, das. Einen grauen. Es wird bis Weihnachten dauern. Du Sack. Ich bräuchte halt noch so eine kleine Schüssel, wo ich mir die Teile dann da drauf lege. So. So, vier. Davon eine. Ja, ich denke mal, dass wir guten Fortschritt machen, wenn... Ach du Scheiße, jetzt geht die Sucherei schon los. Das sollten die hier sein. Weiß nicht, ob ich vielleicht euch doch ein bisschen näher ranhole. Oder? Komm, wir machen das mal. Ich hole euch mal noch ein bisschen näher ran. Das seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Ich muss mal warten, bis sich das Bild hier bei mir aktualisiert hat. Ja doch, ich denke, das ist besser, oder? Chat. Kann ich so optisch noch ein bisschen näher ranholen. Dann seht ihr ein bisschen mehr von der Anleitung. Jetzt ist schief, sagst du? Ah, warte. So, jetzt sollte aber gut sein. Seht ihr halt bloß diese Suchbox nicht mehr. Aber ich denke mal, das kann man verkraften, oder? Also ich sehe jetzt, dass es gut aussieht. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne, jetzt habt ihr aber wenigstens die Anleitung komplett, Flo.
Komm, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich probiere die Ansicht dann ein bisschen zu optimieren, okay? Wir bauen erstmal weiter, weil ich will das Ding heute noch fertig haben. Also bis spätestens 10:30 soll der Ferrari hier fahren. So, okay, back to topic. Also, grau haben wir einmal, die 4 haben wir einmal, das haben wir einmal, das Ding haben wir einmal, das L haben wir einmal. Okay. Ach, herrje. So. Wer soll denn die Dinger jetzt dort reinfummeln? Oh, Junge. Das geht doch gar nicht mit meinen grobmotorischen Pfoten. 1. Und der kommt dann hier hin. 2. Dann kommt hier noch einer hin. Oh, come on. 3. Die Facecam passt auch, ne? Ja, nee, ist klar. Ja, lass mich doch auch mal träumen. So, und jetzt kommt dieses Teil hier hin. Also ich sehe das, es nimmt schon Form an. Wir sind eigentlich schon so gut wie durch. Chat, trust me. Nee, das muss andersrum. Das muss so rum. So. Ach so, und das sind dann immer die abschließenden Bauschritte, die man machen soll. Ah, verstehe. Ey, das macht mir jetzt eigentlich schon Spaß, ne? So, und jetzt haben wir das Teil hier so dastehen, wie es abgebildet ist. Ja. Perfekt. Top. So, und jetzt bauen wir denselben Bums nochmal spiegelverkehrt, ne? Brauchen wir wieder so einen Rahmen. Eine Einserachse. Hier solche. Ich habe mir ein neues Rig gegönnt, genau. Das ist von GSE. Oh, wenn er das hört, dann zieht mir der Hammelbeine lang. So, hier gibt es ja keine verschiedenen, die sind ja alle gleich, ne? Ja, sieht zumindest so aus. Okay. Dann dasselbe Spiel jetzt nochmal. Ja, das dauert meistens nicht lange. Was folgende Bauschritte sind, ist A5. A51. Was geht's denn da jetzt, Musterknabe? Klär mich mal auf. A5 sind wir ja gleich. Also das ist ja dann die nächste Seite, glaube ich. Wo wir dann aufpassen müssen. So, der muss dann hier noch hin. Ey, das ist aber schon geil, Chat. Ohne Scheiß jetzt. Das gefällt mir schon wieder übelst. Ich glaube, ich hänge meine Simracing-Karriere an den Nagel. Und wer hält doch Steine? So, jetzt brauchen wir noch... Ach, das L brauchen wir noch. Ist das das hier? Ja, das ist das. Das soll jetzt hier so wieder nennen. Ah, okay. Okay. Da müssen wir dann gleich nochmal gucken, was wir da anders machen sollen. Was ich jetzt halt nicht verstehe. Ah, das soll dann so, ne? Okay. Okay, wir bauen das erstmal so weiter. Das ist jetzt hier drüben. Da muss die Zweierachse hier rein. Der eine soll hier. Und der da. Perfekt. Ich denke mal, das muss dann so. Das sind jetzt zwei gespiegelte. Ah, okay. Okay. Da müssen wir da mal gucken, was wir da ändern müssen. Okay. Sind wir hier schon bei A4. Aber wenn das Licht hier nicht so spiegeln würde, dann wäre das ja sogar geil. Aber das Licht spiegelt übelst. Siehst du übelst schlecht, oder ich muss mich mal weiter wegsetzen. Das geht natürlich auch.
Oh, jetzt müssen wir schon der erste Zusammenführung. Das ist schon der Hochzeit. Also Motor Inc. Ja, A5 kommen wir jetzt gleich, Flo. Ja, bei B sind wir noch lange nicht. Da sind wir, glaube ich, am Ende der Anleitung, wenn das überhaupt hier schon B kommt. Okay, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das, ne? Genau. Das kommt jetzt hier an. Ja. So. Und das andere kommt demzufolge. So. Boah, das ist ja schon gigantisch. So, und jetzt kommt ja schon der Fix, ne? Danach habe ich noch weniger Haare. Okay, ich versuche den mal zu deaktivieren. Moment. I am looking. Es kann sein, dass der Stream jetzt kurzzeitig laggt. Weil damit kommt der Laptop nicht klar. Fokus. Das sind 1000 Umdrehungen. Vielen Dank für deinen Sub im dritten. Dankeschön. Vielen Dank, Tim. So, Autofokus ist ausgeschaltet. Das sollte jetzt ein bisschen besser laufen. Hashtag Held der Steine. Grüß dich, Olli. Minute. Okay, da muss ich jetzt mit dem Handy gucken. Flo, kannst du mir den YouTube-Link mal bitte im Discord schicken? Bist du mal so lieb? Dann gucke ich mal schnell bei YouTube, auf was wir da achten müssen. Übrigens habe ich heute eine Nachricht bekommen von Raid Shadow Legends. Also die Hersteller davon. Ich soll von denen für die Werbung machen. Ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Mir wird eine garantierte Summe, also dafür, dass ich für die Werbung mache, wird mir eine garantierte Summe von $54 gutgeschrieben. Also die bekomme ich halt, definitiv. Und ich kann bis zu $2100 zusätzlich dazu verdienen. Ja, für diesen Bums. Aber Raid Shadow Legends gehört nicht in mein Content, glaube ich. Außerdem unterstütze ich solche Spiele nicht. Das ist, weiß ich nicht, mag sowas nicht. Das sind so Games, die sind Scam, meiner Meinung nach. Na, bin da kein Fan davon. Minute. Okay, also Chat, wir müssen mal kurz, ich muss mal schnell gucken, was die hier umgebaut haben. Natürlich muss ich mir erstmal Werbung angucken, völlig normal. Da müssen, ich glaube, 50 neue Accounts angelegt werden. Und, die müssen jeweils bis Level 10 gespielt haben. Dann zählt das als eine Einheit, sage ich jetzt mal. So, warte mal, das war Minute. Das hast du schon wieder verscrollt. Ach nee. Du hattest es mir im Dingsbums geschrieben. Minute 3,48, okay. Nee, Minute 3,48. Ach hier, warte mal, da. Hä, bedeutet das, dass ich die jetzt weglassen soll? Also in dem Fix, da sind jetzt, glaube ich, warte mal, ich muss das mal gucken. Das sind viereckige. Das sind die hier. Und der hier. So, und die soll du weglassen, oder was?
Ah, okay, die musst du dann bei A51 einbauen. Verstehe ich das jetzt richtig? FX gibt es auch als PDF. Ja, die müsst ihr mir mal raussuchen. Also ich lasse jetzt die zwei weg, na, wie das dort geschrieben wird. Dann mache ich mir jetzt gleich mal noch... Ich komme gleich wieder. Okay, dann schreibe ich mir das nämlich jetzt hier auf. Bei A51 rein. So. Dann kommt die nämlich hier in meine Box mit Zettel. Und dann haben wir die Teile weg. Ja, wie gesagt, das ist die Variante mit Motor. Na, das ist die Variante mit Motor. So, okay, also die zwei lassen wir weg. Also brauchen wir jetzt bloß noch so ein langes. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach, das steht hier unten. Da. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Das ist der. Okay, der muss jetzt hier drauf. Ei, ei, bleibst du hier, du Sau. Oder? Der muss da jetzt drauf, ne? Genau. Okay. So. Perfekt. Ach, vier von davon. Ja, solange das... Ja, das ist ja egal. Wenn's das gibt, dann benutzen wir das halt auch, ne? Ah, du kannst... Warte mal, jetzt will ich mal was testen. Ah, du kannst das hier auch drauflegen, dann siehst du gleich, dass es ein Elbow ist. Das ist ja clever. Nice. Ihr müsst mich dann bloß mal dran erinnern, wann die Fixes da angewendet werden, ne? Warte mal, ich mach mir jetzt hier gleich mal... Wir blättern gleich mal vor. A51. Da mache ich mir nämlich jetzt hier gleich mal einen Klebezettel rein. Stimmt, da steht ja auch noch 1:1. Oh, schön. Einfach lost, der Typ. Komplett lost. So, ach nee, den Stift brauche ich ja. Ja, dann gehst du jetzt mal hier drunter, dass wir uns nicht verblättern. So. So, gut. Okay. Gut, dann vergessen wir das auch nicht. Perfekt. A51, ja, ja, da steht A51. Alles gut, ich habe das verstanden. Also ganz so lost bin ich dann doch nicht. Chat. So, okay, weiter geht's. Das können wir jetzt anscheinend wieder erstmal zur Seite legen. Ich muss mein Stream wieder anmachen, dass ich sehe, dass alles läuft. Also ich werde es jetzt auch beibehalten, dass ich streame auf das, was ich Bock habe. Also wir streamen jetzt Lego. Und dann streamen wir Lego. Bin mal kurz weg, alles klar. Port me. Wiggle, 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 wiggle. So, okay, also wir brauchen das. Wir brauchen wieder so eine... Ach nee, das war ja hier drin. Das Ding brauchen wir, so eine Achse. Aber komm, Chat, also meine Vorbereitung dahingehend ist schon nice, oder? Ich sehe nur Kader-Klemmbausteine. Nee, wir machen schon, also Simracing bleibt trotzdem noch Bestandteil, der Hauptbestandteil von meinem Kanal, definitiv. Aber ich habe halt auch Bock, meinen Kanal ein bisschen noch weiterzuentwickeln, ne? Ja?
Also es soll nicht immer dieselbe Suppe sein. Simracing macht Spaß, aber wenn du das nonstop dann immer fährst, irgendwann wird es langweilig. Ja, ich bin der sächsische Held der Steine. Und hier ist die Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Das ist so gut, ich mag den Typen. Der ist einfach herrlich. So ein nicer Dude. So. Okay, also wir haben das Ding jetzt hier so da liegen. Dann soll der... Sag mal, haben die eigentlich... Ach du Kacke. Die haben ja auch noch eine Einbaurichtung. Oder ist das schlimm? Na, hoffentlich habe ich da jetzt keinen Fehler gemacht. Also, bloß um das mal, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ah, die sind hier unten offen. Muss ich nicht, ich bin schon ein paar Runden gefahren. Die sind hier unten offen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz hat. Kann mir das irgendeiner sagen? Weil dann haben wir es hier eventuell schon falsch gemacht. Eieiei. Das ist egal. Okay, dann bin ich beruhigt. Aber ich baue das jetzt trotzdem so, wie das hier in der Anleitung ist. Also da ist es ja noch unten. Aber Musterknabe, ich finde das nice, dass du auch einer davon bist, dass die Dinger hier auch gebaut haben oder zumindest sehr, sehr starkes Interesse daran hat. Also ich denke mal, die ganzen Leute, die hier zugucken, finden das recht interessant. Ich kann euch das nur empfehlen. Also ich habe jetzt nur ein paar Teile zusammengesetzt und mir macht das schon extrem Spaß. Es ist schon nice. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe schon den ersten Fehler begangen. Ich habe nicht richtig geguckt. Wir brauchen nämlich so eine Achse hier. Mit so einem Vierkant dort dran. Da muss ich genau gucken. Ich hoffe, das war bei den anderen. Nee, das haut bei den anderen hin. Ja, man sieht's halbwegs. Niklas, grüß dich. Bau zusammen, stell es am Ende fest. Ach so. Okay, verstehe. Jetzt dritte, also hier rein. So, dann müssen wir das drehen. Und dann kommt das da an. Okay, das Einbaurichtung vermutlich auch wieder egal. So. Okay, da haben wir das. Jetzt müssen wir denselben Bums nochmal bauen. Aber es wird, Chat. Es wird. Ich habe ja schon... Pinking, Alter. Ja, hat er. Nee, wir haben doch schon mehr fertig. Guck mal hier. Wir haben schon mehrere Vierecke aneinander geviereckt. Das ist schon... Also, das fährt schon fast. Glaub mal. Das wird... Bin ich fest davon überzeugt. So, jetzt brauchen wir hier wieder so ein Ding. Und so ein Krebel. Nee, du gehst mal wieder hier rein, bitte. Dieses verkackte Licht. Das geht mir so auf den Sack. Ich brauche hier noch irgendwas. Aber so, dass ihr es dann auch noch seht. Wenn ich das jetzt so mache. Nee, das ist auch Schmutz. Ja, viel besser ist es auch nicht. Warte mal, wenn ich jetzt mit dem Tisch einfach noch ein Stück nach hinten rutsche. Ah, so ist schön. Okay, so geht. Die Beleuchtung sollte auch noch in Ordnung sein. Dann kann ich den Bums hier auch wieder wegnehmen. Und es blendet trotzdem wieder. Oh, brotlos. Muss ich mir beim nächsten Mal besser zurechtstellen. Muss ich mich andersrum stellen. Okay, also. Ist das noch gut ersichtlich alles? Ja. Klick auf den Namen, dann kommst du zum... Sieht ja schon fast fertig aus. Ja, Flo. Ja. Okay, jetzt müssen wir das Ding praktisch spiegelverkehrt bauen. Also ich bin jetzt schon sowas wie geflasht davon. Das ist so geil. Ich glaube, ich werde mal gleich noch mehr bestellen. Auch ich glaube, nonstop Lego-Stream ist auch nicht so nice. So. Dann muss das wieder so...
dann haben wir das Ding fertig. Glaube ich zumindest. Sieht zumindest richtig aus. Okay. Den habe ich mir ehrlich gesagt bei eBay gekauft. Und ich wollte halt Kader haben. Ich habe halt viel Held der Steine geguckt und der hat halt viel gemeckert über Lego. Und da dachte ich mir, okay. Kaufen wir uns andere Klemmbausteine. Und dann ist es halt zu dem Kader-Modell gekommen. Okay, das muss jetzt hier dann. Ne, die unteren. Oh, das passt ja sogar. Ich gehe kaputt. Das muss dann da dran. Also so schlecht finde ich die Anleitung von dem Kader-Modell jetzt ehrlich gesagt nicht. A7. Ja. Okay, das sollte so hinhauen. Ja, sind wir schon mal wieder ein gutes Stück weiter. So, okay, das müssen wir wieder beiseite legen. Sieht man denn das hier, wenn ich das hier zur Seite lege? Ja, ich denke schon, ne? So, jetzt brauchen wir... Hat mal jemand nochmal nach den... nach der PDF geschaut? Ob es da vielleicht was gibt? So. Dann brauchen wir... Ach herrje, wo nehme ich denn das jetzt her? Hab ich doch gar nicht. Ach, das sind die hier, ne? Ja, okay, die sind da gemixt drin. Ich hoffe mal, das sind die richtigen. Die. Brauchen wir so eine schlanke Achse. Die war hier vorne irgendwo. Das ist das hier. Ach, davon brauchen wir 4. Okay. 2. Okay, Käfer. Danke, dass du trotzdem eingeschaltet hast. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Guter. Am Wochenende sind wir wieder 6 Stunden in Barcelona unterwegs. Das wird toll. Schön mit einem AMG böllern. Freitag müssen wir mal gucken, ob wir nochmal Lego bauen. Ob wir, ob wir nicht Lego bauen, sondern Kader. Scheiße, Mann. Das wird übelst schwer, das nicht zu sagen. Ah, okay. Ja, dann ruhe dich aus, mein Guter. Okay, also lange Achse oben. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja doch, also lange Achse oben. Ey, das kriege ich... Wenn ich das jetzt falsch zusammenschiebe, ne, dann kriege ich das nie wieder auseinander. Aber das sieht gut aus, was ich hier mache. So, dann soll die kurze Achse hier unten hin. So habe ich das jetzt hoffentlich richtig gebaut. Und dann immer so. Ja, so. Okay. Ich denke, ich habe richtig. Tschüssi, Käfer. Schlaf gut. Träum was Süßes. So. Hier soll jetzt A9 dran. Ja, gut, klar. Das, nee. Warte mal, das muss da. So hier. Hey. Bleibst du hier, du? Wie stelle ich mich denn bis jetzt an, Chat? Also ich denke mal, wir werden zum Ende hin immer schneller. Gehe ich mal stark davon aus. Ah, hier kommt dann. Jo, hab ich. So, und das kommt jetzt hier dran. So. Also, was sagt ihr? Haut das jetzt so weit hin bei mir? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Plan. Ach, du Heimatland. So, also. 1, 2,
Das ist bloß jetzt die PDF für die Fixes, ne? Das ist jetzt nicht die komplette Anleitung, ne? Ist das korrekt? Ah, okay, hier stehen noch Zahlen drauf. Also 5. Wir brauchen davon noch eins. Dann brauchen wir... Davon haben wir ja zwei. Diese komischen Verbinder. Welche sind das denn jetzt? Jetzt geht die große Sucherei los, Chat. Sollen das die hier sein? Ja, davon braucht man eins. Von der 5 braucht man eins. Dann von den grauen. Davon. Und dann noch ein Dreier. Hier müsste eine 3 draufstehen. Ja. Danny, grüß dich. Alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag. Ich wollte ja eigentlich über Facebook schreiben, aber das habe ich dann vergessen. Ach nee, das ist ja gar nicht. Ich bin auch bescheuert. Oh Mann. Der Mensch ist einfach nur weich in der Rübe. Aber komplett. Komplett. Die schickt dir Flo bestimmt mal ins Discord. Das macht er bestimmt. Gehe ich ganz stark davon aus. Danny, du warst der Falsche, Danny. Aber aber wenn du mir sagst, wann du Geburtstag hast, dann gratuliere ich dir trotzdem. So, okay. Also wir müssen jetzt das 5er mit dem Grauen verbinden. So. Dann 2. Das sollen die beiden Dinger hier rein. Zack. Kommst du her, du? So. Und jetzt... Ach, das ist ja... Hä? Was ist das denn? Ja, das geht ja gar nicht. Das muss ja was anderes sein. Also ist das ja gar nicht das... Ach, dann sind das die hier. Okay. Verstehe. Ah, alles klar. So. Das soll dann... So. Also jetzt wird's langsam wilde Konstruktion. Muss ich jetzt mal so sagen. Okay, das ist jetzt beweglich. Okay. Danny. Oh Mann, voll zum Eimer gemacht, ich sag dir's. Ah, jetzt müssen wir den selben Bums wahrscheinlich nochmal bauen. Genau. Ich komme mir vor wie so ein kleines Kind, ohne Scheiß. Aber das ist schon... Ich komme da gar nicht mehr raus aus dem Staunen. Wie ist denn das eigentlich mit Fehlteilen? Also ihr kennt euch da ja ein bisschen besser aus als ich. Wie ist denn das mit Fehlteilen bei Kada? Jetzt fehlen keine Teile. Ist die Mucke laut genug? Sollen wir sie lauter machen? Die Inputs brauche ich von euch. Mucke ist aus, wait.
Nee, Mucke muss schon sein. Bisschen zumindest. Ich mach mir die Mucke jetzt auch mal an, dass ich die auch höre. Kann nicht sein ohne Musik. Da schläft ja jeder ein. Ja, Flo, das liegt aber an dir irgendwie, oder? So, okay. Jetzt brauchen wir das hier wieder. Ihr müsst ja echt ganz genau gucken, ne? Und dann brauchen wir A11. Das ist das, was wir zuerst gebaut haben. Das soll jetzt. Hä? Ach, das soll jetzt so hier dran, oder was? Ja. Sollte das hier dran gehen? Wollt ihr mich rollen? Ah, so, okay. Ah, okay, weil du das noch drehen kannst hier drin. So. Okay. Nee, das ist, warte mal. Wir müssten mal noch Bild von dem. Na, ich kann dir jetzt momentan nicht zeigen. Ich versuche beim nächsten Mal den. Hier siehst du nochmal kurz. Na, das hier ist er. Oder ich drehe für dich nochmal rum. Na, von Kada. Ein nach Ferrari aussehendes Fahrzeug. Ist gut, sagst du? Ah, das habe ich jetzt schon von vielen gehört. Jetzt bin ich aber verrutscht im Bauschritt. Ah, hier, okay. Jetzt sollen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite anbringen. Hä? Wait. Ja, okay, haut hin. Gut, alles gut. Ich habe jetzt kurzzeitig gedacht, ich habe mich verbaut. So. Ah, das kannst du jetzt hier so einklappen. Das ist ja fett. Oh, ich bin begeistert. Es ist so schön. So, okay. Aber es nimmt schon Form an. War gestern in einem Bluebricks-Laden und musste mich echt zusammennehmen, nichts zu kaufen. Das kann ich mir vorstellen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt seit 20 Jahren das erste Mal wieder Klemmbausteine in der Hand gehabt. Und ich muss sagen, das ist schon fett. Davon brauchen wir zwei. Haben wir. Ah, hier musst du echt genau aufpassen, welche Achse du da nimmst, ne? Also da musst du echt genau hingucken. Sonst geht's in die Hose. Muss man jetzt mal wirklich so sagen, wie es ist. Nee, das war falsch. Wer war denn eigentlich Anfang der Woche bei Dizzy mit dem Stream, wo er gebaut hat? Chat? Kabu, du? Und ging das da auch so locker flockig von der Hand? Hat es leider zu tun, Ital. Okay.
Aber Bruder, wo sollte das überall rein? A14. Das sind die jetzt identisch? Ja, die sind ja jetzt identisch. Ich hoffe, das ist richtig so, dass die identisch sind. Hoffe ich jetzt mal. Das soll jetzt da rein. Also die, wirklich, also die PDF wäre so mega geil. Ja, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, das ist jetzt seit 20 Jahren das erste Mal wieder Klemmbaustein. Davor war es halt nichts Besonderes, ne? Ist halt auch immer damals schon eine Kostenfrage gewesen, ne? Ich hatte als Kind nicht allzu viel. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ja, aber das ist bloß eine PDF für die Fixes, Kapu. Das ist keine komplette Anbauleitung. Also Bauanleitung, so rum. Ich meinte die komplette Anleitung. Dass ihr da zusammen, das wäre für euch ein bisschen interaktiver geworden, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt brauchen wir hier noch. So, steht jetzt hier auch eine 5 drauf, oder wie ist das gedacht? Hä? Ah, okay. Das sind dann die jetzt hier, ne? Genau. Okay, davon brauchen wir 2. 2. Repeatet der das Lied jetzt? Das wäre nicht so geil. Ja, wir gucken mal, dass es nicht immer repeated, der Bums. Ah, ihr seht gut, was hier auf der Anleitung steht. Das ist schön. Also ich habe jetzt eigentlich... Okay. Ja, gut. Es ist halt bloß doof, dass spiegelverkehrt ist. Knipser, grüß dich, meine Sonne. Wie geht's dir? Okay. Jetzt haben wir hier das. Ah, das ist... Hui! Ah, das ist, bewegt sich alles schon. Das wird gut. Das wird einfach nur gut. Ah, okay. Okay, verstehe. Nee, komm mal her hier. Nicht wegklappen. So. Aber es ergibt jetzt langsam den Fluss, ne? Wenn das weiter so geht. We are living together. Ach du Scheiße. Jetzt wird's mich foppen. Okay. Und immer schön zusammendrücken, hat der Heldersteine gesagt. Three K, das hatten wir jetzt schon die Woche öfters. Er ist jetzt ganz, ganz erschrocken. What? Faith reveal? So, und das muss jetzt von innen nach außen komplett durchgeschoben werden. Ey, die kriegst du doch hier nie im Leben wieder raus. Wild. Wild, sage ich nur. Aber es ist bis hinten durchgekommen. Ist lang genug, sozusagen. Echt ungewohnt. Ja, ich denke mal, wir werden das wieder abschaffen. Und dann biete ich den Face Reveal für 100 Subs an.
So, weiter geht's. Wir sind schon 17 Bauschritte vorangeschritten. Also wir sind eigentlich fast fertig. Oh Mann. So, eins. Ah, der Teller wird immer leerer, das ist gut. Zwei. Und wie gesagt, wir bekommen jetzt langsam so ein Flow rein und wissen, wie wir es bauen müssen. Also uns erwarten ja noch andere Teile, die dann richtig wild sind, aber... Also die Kiste ist sowas wie Gold wert, das sage ich euch. Ich denke, dass mein Konto demnächst belastet wird. Warum? Willst du aber auch den Ferrari holen? Also diesen nach Ferrari aussehen? Denn... Ich denke schon. The RK, alles klar. Oh. Das fluppt aber jetzt. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Teil? Hä? Soll das jetzt... Ah, das sollen bestimmt die hier sein. Also ich hoffe es zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Schalt's mal hier rein. Also es geht jetzt um die Teile hier. Sollen das die hier sein? Also die normalen Achsen? Ja, Autofokus spielt natürlich nicht mit. Wird leider nicht scharf. Nee, weil man den Fokus nicht drin haben. Es sieht aber halt aus wie die. Gibt's hier noch andere? Nee. So andere Achsen haben wir jetzt hier nicht. Und hier sind jetzt auch keine anderen Achsen drin. Unten ist wieder... Ah ja, gut. Okay, ja, nee, dann sind das die. Ja, danke. Danke, Capo. Ich will mich halt hier möglichst nicht verbauen, weil ich glaube, dass das Zeug wieder auseinanderbauen ist nicht so geil. So, die Achsen kommen jetzt hier rein. Genau. Hä? Wait. Ach so, die habe ich noch gar nicht rausgetan, die 1er Pins. Das sind... Also Chat, gönnt euch. Wenn ihr an das Ding rankommt, gönnt euch. Es macht mir wirklich jetzt schon mega viel Spaß. So. Ich denke, das ist richtig gebaut. Genau, vorne ran. Genau. So, weiter geht's. Bauschritt Nummer 19. A19. Brauchen wir zwei davon. Dann die geknickten Dreier. Das müssten die hier sein. Eins und zwei. Das muss jetzt... Hier dann. Aber ich glaube, die Anleitung wird von Mal zu Mal jetzt auch immer komplexer, weil du hast jetzt immer einen größeren Modellabschnitt hier. Es wäre halt schön, wenn das farblich irgendwie gekennzeichnet wäre. Das wäre nice. So.
Das haben wir. Da müssen jetzt hier die 1er-Pins. Hier müsst ihr echt ganz genau gucken. Die müssen jetzt dort rein. Die hätte man doch schon vorher anbauen können. Ich verstehe das nicht. Ja, hier rein. Das wäre der Kader Master. Das Modell C61042. Fina. Also ist auch mein erstes Technikmodell. Also ich habe noch nie ein Technikmodell gebaut. Ne? Also ist, glaube ich, für mich schon so eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich meine, ich habe jetzt keine zwei linken Hände oder so, aber wenn du das noch nie gebaut hast, ist das schon wild, glaube ich. Mach mal fertig, deine Lachs. Stuhlmann, ich grüße dich, wie geht's dir? Was macht der Arbeit? Wir haben ja jetzt so lange nicht miteinander gesprochen. Also wo ich Lisa... Wie meinst du das wieder gefahren? Nach Hause gefahren oder wohin? Ach so, das meinst du. Also wie gesagt, die haben ja alle gesagt, dieses Modell ist nichts für Anfänger. Also eigentlich gar nichts für mich. Zumal, wenn du noch nie Lego Technik gebaut hast. Aber wir kriegen das schon hin, Chat. Ansonsten hau ich es einfach in den Müll. Ein 13er. Das müsste der hier sein. Perfekt. Ich lerne, Kabu. Hast du gesehen? Hast du das gesehen? Zwei 1er Achsen. Dann zwei braune. Aber hier ist jetzt kein 1:1. Warum ist hier kein 1:1? Das ist ganz schön mies. Das könnte dann bloß noch die hier sein. Weil andere haben wir hier nicht drin. Ja, Kapu, aber es ist trotzdem halt ein Unterschied. Stuhlmann, wie war's denn? Das erste Mal wieder fahren nach so langer Zeit. Brauchst du Coaching? Okay, jetzt wird's nämlich interessant. Jetzt musst du die Dinger nämlich vorher schon reinschieben, bevor du das Bauteil überhaupt anbaust. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja. Es ist halt doof, hier sind halt noch solche Noppen gekennzeichnet. Das habe ich da aber gar nicht. Oder... Ach doch, hier, gucke mal. Gucke. Also wird da nicht richtig geguckt. Die musst du echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier sind solche, die sind hier glatt. Und hier sind solche Noppen dran. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Cam. Wenn ich halte es, na gut, da brauchst du glaube ich gar nicht hinhalten. Doch, man sieht es ein bisschen, oder? Zwölf 12 Band. Quatschende, mach's gut. Ja, und die soll ich jetzt hier verwenden, so wie ich das gesehen habe. Aber davon brauche ich jetzt noch ein zweites. Ey, musst du echt höllisch aufpassen. Noch nie gesehen. Okay, krasse Action. Also kann ich das ja jetzt praktisch... Kann ich die ja jetzt hier schon reinstecken? Hält das? Ja, das hält.
Da weiß ich ja, wo die sind. Ah, okay, das geht jetzt ganz leicht hier drauf, okay. Fett. Okay. Machen wir's dran. Coole Sache. Ey, das ist so geil, Mann. Man sieht es. Okay, sehr schön. Also hau das mit der Webcam hier alles hin. Das ist sehr, sehr schön. Ihr könnt doch mal Vorschläge machen, was wir noch machen können. On Stream, außer Simracing. Ja, wegen Simracing sind die meisten hier. Aber ich will halt auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Mir macht das ja halt auch alles wirklich Spaß, ne? Das ist ja das Schlimme, aber richtig arbeiten gehen muss ich halt trotzdem noch. Das wird auch immer so bleiben. So, und jetzt brauchen wir... Das habe ich hier ja noch gar nicht gesehen, das Teil, was wir jetzt brauchen. Was ist das hier? Ne, das ist auch nicht das. Jetzt bräuchte ich hier mal jemanden, der mit sucht. Ja, das Teil finde ich gerade nicht. Ja, solche Steine hatte ich früher noch. Na, da, mit sowas habe ich gebaut. Aber nicht mit Achsen. Das Teil fehlt. Also ist zumindest jetzt hier nicht ersichtlich drin. Hier auch nicht. Kann das manchmal sein, dass es noch in einer anderen Tüte ist? Von Bauschritt 6. Das ist im Grunde genommen so eine Platte. Und da ist noch so eine Noppe drauf. Das, wenn ich das euch jetzt im... der Kiste mit den vielen Achsen. Ja, das Lego-Ding, das ziehen wir jetzt durch. Das bringt mich irgendwie runter. Das strengt mich nicht an. Klar muss ich mich hier mit dem Kopf, also beziehungsweise optisch mit meinen Augen, dort ein bisschen auf die Anleitung konzentrieren. Aber wenn man dann Simracing fährt, das strengt halt auch wirklich an. Ne? Da kannst du halt nicht wirklich abschalten. Aber hier, das ist jetzt so eine Sache, wo du immer abschalten kannst. Da kannst du immer mit dem Chat dumm labern die ganze Zeit. Ultimatix, grüß dich. Ah, hier, ich hab's. Aber davon brauchen wir zwei, also müssen wir noch eins suchen. Ah, hier. Gut, ist alles da. Kommando zurück. Nicht von Lego, Raven. Nicht von Lego. Wir sind ja bei Kada. Lego darf ja nicht gesagt werden. Sonst kommt Anzeige rein, Bruder. Wir haben da ganz viel Ärger. Das sind Klemmbausteine. Tolle Klemmbausteine. You know? So, dann brauchen wir die hier. Zwei Stück. Dann von denen noch zwei Stück. Ne, wir haben es hier. Also das Teil meinte ich. Das habe ich gesucht. Na? Also wir haben es gefunden. Alles gut. So, jetzt wird's wild. Okay. Jetzt haben wir hier das Riesenmodell.
Jetzt soll das hier irgendwie hin. Ja, so. Okay. Ja, perfekt. Und das andere auf die andere Seite, nehme ich an. Sehr gut. Das Hammer, check. Ach so, okay. Hier drüben wird es beschrieben, wie es zusammengebaut wird. Das kommt hier so rein. Dann kommt das Teil hier drauf. Captain GT, Dankeschön. Danke, dass du da warst. Das ist doch so kurz. Soll das so? Ja gut, ich denke mal schon. Okay, und das kommt jetzt... 18.000 Umdrehungen. Hä? Ja doch, das soll jetzt hier landen. Ah, okay, das hält dann so. Verstehe. Oh, das ist ja so krass. Also wenn ihr irgendwas nicht seht, sagt's bitte. Wenn irgendwas außerhalb der Cam ist, dann fixe ich das. Ich versuch's zumindest. So, das kommt jetzt hier drauf. So, nächsten Bauschritt auch schon wieder abgeschlossen. Jetzt brauchen wir 1, 2. Tramitsu, tschüssi, mach's gut, tschüss. Danke, dass du dabei warst. Chat, ihr könnt mich sämtliche Dinge fragen. Ich bin für euch anwesend. So, davon brauchen wir 4. Brauchen wir hier noch 2. Musik schon wieder weg? Müssen wir sagen, ob er sie dann jetzt hört? Also ich höre sie. Hatte ich davon jetzt nicht gerade noch eins rausgeholt? Hä? Keine Musik. Warte. Aber jetzt. Immer noch nicht fertig. Scheiße, mir fehlt jetzt so ein Teil. Wo ist denn das? Chat, habt ihr das gesehen? Habe ich 1 oder 2 dort rausgeholt? Ah, hier ist noch eins. Tick leiser, ja. Krieg mal hin. So. So, wo waren wir jetzt hier drüben? Genau, da drüben waren wir. So, okay, das haben wir. Das haben wir so, genau. Und das soll jetzt hier so drauf. Safe. Ja. Das liegt da dann gar nicht auf. Ja.
Das hört aber so. Das hängt doch dann jetzt halb in der Luft. Soll das so? Ja, das soll mit Sicherheit so. Naja, gut. Ich vertraue da jetzt einfach mal drauf. Obwohl ich fühle, dass das irgendwie falsch ist. Naja, gut. Das Batmobil, ja, das hab ich, da habe ich mir letztens ein Video dazu angeguckt von Held der Steine, war nice. So, okay, jetzt brauchen wir... Hallo. Hier geblieben. Vierer. Ach so, grau. Okay. Ja, jetzt die Frage. Gibt es hier bloß dunkelgrau? Ja, ne? Ja, also die brauchen wir gleich. Die legen wir uns mal zur Seite. Dann brauchen wir die Dinger. Ah, jetzt geht die Teilesucherei schon langsam los. Sag mal so, wenn das so in dem Maß bleibt, ist das schon geil. Nee, ich glaube, das ist die Front. Ich glaube, das ist die Front, die wir jetzt gerade bauen. Ja, das ist die Front. Dem Gesicht kann man eigentlich nur Bedenken haben. Puh. Da ist hier. Puh. Heute früh extra rasiert. Du bist schon wieder nachgewachsen. Mann ey, wo ist jetzt dieses Teil? Wenn du das ewig nicht findest, da denkst du, es fehlt einfach. Und es hat sich mit was anderem verbunden. Dann kannst du es auch nicht finden. Fuck off. So, jetzt ist halt bloß die Frage, soll das Graue hier sein? Aber geht ja gar nicht anders. Das sind auf alle Fälle diese Vierer. Okay, dann brauchen wir noch Zweier. Die haben wir hier. So, machen wir das schon mal. Jetzt sollen wir den Bums umdrehen. Diese Dinger hier reinstecken. Ah, okay. Ja. Nee. Muss schon hier rein jetzt hier. Komm. Hab mal Ohren jetzt. Du. Ja, Loi. Sie haben vollkommen recht. Da wären wir aber vermutlich rot angelaufen, denke ich. Müsste Lisa eigentlich mal so ein Ding hinstellen und gucken, ob die das zusammenbauen kann. Nee, die ist dumme oben. Also die hampelt jetzt nicht hier unten rum. Aber ich müsste das Zeug dann definitiv in Sicherheit bringen. Nicht, dass die Schale morgen alles unten liegt. Da hab ich schon ein Problem. Da hab ich ein Riesenproblem sogar. So, das haben wir abgeschlossen. Geht weiter. Jetzt brauchen wir wieder so
Einser-Achsen. Eins. Zwei. Aber ich bin begeistert, dass der Laptop hält. Aber wie dieser Teiletrenner hier funktioniert, da habe ich keine Ahnung, Mann. Was auch wild, dass das Ding mit dabei ist. Ja, dann brauchen wir hier Dreier. Das wäre eins. Zwei. Also immer richtig schön andrücken, oder Chat? Wie ist denn das? Dass so gut wird. Ja gut, ich hab nicht vor, den zu verwenden zu müssen. Aber wird bestimmt irgendwann passieren. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwann passiert. Ich glaube, jetzt ist es schon passiert. Das muss nämlich nach unten zeigen. So, genau, muss nach unten zeigen. Er musste dann auch noch die Richtung von diesen Dingern beachten. Ja, ist ja logisch, ne? Wenn das dann in die andere Richtung führen soll. Doppelachse mit Dingsbums vorne dran. Hier sind die nicht drin. Ah, die sind auch grau, okay. Sind dann die hier. Davon brauchen wir jetzt zwei. Die kommen. Mal hier dann. Zack. Zack, easy. Ja, okay, ja, kannst du noch ein bisschen leiser machen. So. Müssen wir bloß nochmal Feedback geben, ob das jetzt so weit in Ordnung ist. Schatzis. Ich glaube, den Teller kriegen wir heute nicht leer. Dafür bin ich einfach zu langsam. Eins. Ich weiß nicht, ob ihr was dagegen habt, wenn ich vielleicht offstream immer mal weiterbaue oder ob ich ihn komplett onstream zusammenbauen soll. Müsste man mal ein Feedback dazu geben. Ja, also ich habe die jetzt beide wieder richtig umgedreht. Die beiden Schneebusse, na, also das Ding und das Ding, die sollen beide nach unten zeigen, wenn das jetzt praktisch so liegt. Glaube ich. Ja. Genau, die nach oben. Also die da und das andere nach unten. Wir bauen das Modell Kada C61042. Ist dieses Sportwagenmodell. Ja, genau. 24-Stunden-Rennen und in den Pausen, wo ich eigentlich schlafen soll, bauen wir. Da sehe ich uns. Eindeutig. Kinimod, gute Nacht, mein Guter. Schlaf gut. Weil das ist gleich um 10. Was ist los, Mann? Wie schnell die Zeit hier vergeht, das ist ja unnormal. Ey. Okay, jetzt wird's wild. Jetzt verstehe ich was nicht. Aber das soll jetzt hier rein? Hä? Das geht doch gar nicht. Ach nee, warte mal. Ich muss es andersrum drehen. So hier. Ja, genau. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wo ist denn jetzt?
Hä? Nein. Bitte nochmal VOD gucken, ob ich davon zwei rausgelegt hatte. Bin mir da nämlich gerade nicht sicher. Scheiße, Mann. Das kotzt mich schlecht an. Ja, klar, aber es ist halt hier immer mit dem Setting, ich blockiere halt wirklich einen Tisch, der ab und zu noch genutzt wird, weißt du? Ey, wir verbauen jetzt schon das erste rote Teil, ne? Das ist das erste rote Teil, was wir jetzt gleich verbauen. Beziehungsweise brauchen wir davon zwei. Und dann noch zwei Einser, Zweierachsen. Einmal. Zweimal. So. Okay, also die sollen jetzt hier drauf. Und die sollen jetzt hier durch. So. Und so, perfekt. Aber ich muss zugeben, es wird langsam unübersichtlich, was das angeht. Davon jetzt vier. Die sollen jetzt... da drauf. Okay. Escape Room jetzt Bastelstunde. Oh, huch. Memphis, grüß dich, mein Guter. Wann sehen wir uns denn eigentlich? Da Kader Sportwagen in Rot. Dreierachsen. Eins. Aber Memphis, ich gebe mir Mühe, um das so oft zu bauen, wie du das oft bauen würdest. Komplett falsch. Ach, Michel hat den Was habe ich gesnackt? Du Sack. Oh, das sind bestimmte Auspüffe hier. Ja, vorne, ne? Perfekt. Oh, jetzt wird's langsam bunt, Chat. So, eins, zwei, drei, vier. Eins. Oh nee, was ist denn jetzt passiert? Musterknabe haut 10 Euro rein. Danke für deine Mühen. Hör schon mal den Vorschuss für den R. Hier schon mal der Vorschuss für den RSR. Ja, lass erstmal den bauen. Also RSR ist halt unser so ein Modell, was ich mir dann noch rausgesucht habe. Es gibt von Kada auch noch einen Mustang. Der sieht ganz nice aus. Und... was hatte ich noch gesehen? Von dem originalen Ferrari, von dem bekannten Klemmbausternhersteller, da gibt es noch ein schönes B-Modell. Aber da wurde mir gesagt, das lohnt die Investition nicht.
Jetzt werden hier ja richtig viele Teile mit EMA verbaut, ne? Das ist ja schon... Okay, die zwei schwarzen. Kommt jetzt mal die 5er-Achse durch. Hier die ganz lange Achse. Dann hier noch eine 5er-Achse. Ach, die ist jetzt lose drin, oder was? Soll das so? Okay. Dann kommen die weißen. Ah, die haben auch eine unterschiedliche Haltekraft. Oh, jetzt kommt die Katze gerade runter. Katze ist gerade runtergekommen. Kritische Situation. Oh, Alter. Oh, nee. Vielen Dank für 10 übrigens noch. Wenn ich das. Also, ich hab's schon gesagt, aber weiß nicht, ob ich die Summe gesagt habe. Dankeschön, mein Guter. Also, wie gesagt, den Ferrari habe ich mir auch bei Kleinanzeigen von einem Kleinanzeigentypen gekauft. Der hat mehrere Modelle im Angebot gehabt. Ich habe jetzt für das komplette Set, ich kann es euch sagen, das ist ja ein okay Geheimnis, habe ich 200 Euro bezahlt, also mit Motoren. Und das ist, denke ich, wenn ich jetzt mal so rumgeguckt habe, ist das ein fairer Preis. Bin ich der Meinung. Muss ich jetzt hier noch einen Zollstock holen? Ist das eigentlich richtig gebaut? Ich glaube schon, ne? Was soll denn jetzt hier? Wieso bloß eigentlich eins? Das geht nicht, das geht nicht, singt er, okay. Hä? Ah ja. Sag mal, sind die Vögel in der Musik? Das hat mich jetzt übel irritiert. Ich dachte, es wird schon wieder hell. War grau. Ach so. Hammer, das ist der Kader-Sportwagen in Rot. Entschuldigung. Das Modell C61042 von Kader. Das ist mein erstes Technikmodell. Bestes Auto, ja. Bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wenn wir soweit fertig sind mit dem Ding. Ist auf alle Fälle jetzt schon ganz schön wild für mich. Brauchen wir hier noch so einen weißen. So, jetzt noch hier drauf. So. Ah, das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus. Ich glaube, das ist richtig, wie wir das jetzt gemacht haben. Hoffe ich zumindest. Brauchen wir 2 Einser-Pins. So, jetzt hier dran. Kabur, Mensch. Meinst du mich jetzt? Ich habe nur den Ferrari gekauft. Das ist nur der Ferrari. Also das Kadermodell. Das bekommst du im Netz ohne Motoren mit langer Wartezeit für ca. 175 Euro inklusive Versand. Und ich habe da jetzt halt 200 bezahlt und hatte es aber gleich innerhalb von 3 Tagen. Beziehungsweise 4. Hermes war nicht der schnellste Versandhändler. Ach, du trollst bloß. Ja, wie gesagt, es ist ja hier auch mehr Just Chatting, ne? Muss man halt einfach so sehen, wie es ist, ne? Wir können uns nett unterhalten. Ich hoffe, ich bin ein guter Gesprächspartner. Mindestens sind 100 Mann, die zugucken. Ist schon wild. Die gucken halt zu, wie hier einer mit Klemmbausteinen spielt. Na, Lisa, die hat sich schon an den Kopf gegriffen, wo ich dir das erzählt habe. Die hat gesagt, ich bin bekloppt. Ich hol mir in dem Alter Klemmbausteine. Wie blöd bin ich eigentlich, hat sie gesagt. Wir haben hier schon die ersten Karosserieteile, glaube ich, ne? Wenn ich das jetzt so richtig deute.
Ja, gut. Ich wollte das jetzt nicht so hart sagen. Das hat sie natürlich in Anführungszeichen auch so ein bisschen durchleuchten lassen. Da bin ich auch ehrlich. Aber gut, was willst du machen? Ich habe halt gesagt, das ist der Chat. Die sind halt cool drauf. Du kannst dich mit denen unterhalten. Ja, Rote, das kann sein. Ich bin noch kein Vater, also ich kann das jetzt noch nicht so beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, ja. Das ist gut, das gefällt mir. Sehr gut. Ich hoffe, ich mache das hier richtig, den Bums. Achtzehntausend Umdrehung. Kevin Comedy, vielen Dank für deinen Sub im zweiten Mal, Bruder. Dankeschön. Vielen Dank. Ach, wisst ihr, was das ist? Das könnte ein Stück von der Motorhaube sein, oder? Hier so zum Hochklappen. Oder? So, haben wir das jetzt korrekt zusammen geschustert? Ich denke schon. Okay. Jetzt soll ich das immer komplett rumdrehen? Und dann so da dran schieben? Warte mal, wir machen das mal so, wie es im Bild ist. Dann soll ich das so da dran schieben? Da bewegt sich da aber gar nicht mehr, wenn ich das jetzt so mache, oder? Hä? Hallo? Okay, ich bin gerade Lost Chat. So, so soll's dann. Okay. So. Emmys, warum werde ich denn immer so gefoppt? Unfassbar. Das finde ich nicht in Ordnung. Das könnte man sitzen. Ja, aber sitzt in der Mitte? Was flippt die roten Stifte, Wade? Warte mal, hier haben wir das. Nee, das haut schon so hin. Das haut so hin. Also es ist so. Es ist so gekennzeichnet. Es soll so sein. Wird ein Frontspoiler sein. Ja, das ist durchaus möglich. Durchaus möglich. Müssen wir jetzt, sollen wir jetzt erstmal wieder zur Seite legen. So, jetzt brauchen wir. Das ist ja wildes Teil, das habe ich auch noch nicht in der Hand gehabt. Was man jetzt braucht. Das ist das hier. Dieses Kreisding. Eins brauchen wir davon. Dann brauchen wir graue. Das werden die hier sein. Davon brauchen wir zwei. Ich sehe schon wieder einen Wald vor lauter Bäumen, nicht? Ne, Bausteine haben wir noch keine. Keine. Ja, Kreisding, das ist doch hier so. Kreisding. Ein Zylinder, wir nennen es richtig. Das ist ein Zylinder. Ein Zylinder. Jetzt haben wir es nicht. Zylinder. Zylinder. Davon brauchen wir eins, dann brauchen wir davon zwei, dann drei und zwei. Das ist einer, zwei, dreier, so einer. Perfekt. So, geht los. Und jetzt hier.
Kann man denn die Dinger zerbrechen? Also, ich habe noch nie Lego zerbrochen. Klemmbausteine zerbrochen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nee, warte mal. Hab ich jetzt was falsch gemacht? Wieso haben wir hiervon jetzt zwei? Ah, da braucht man ja bloß eins. Ich habe zwei hingelegt. Perfekt. So, zack. Das sieht zumindest so aus wie auf der Abbildung. Das soll jetzt hier dran. Ja, bis Lisa nach Hause kommt, denke ich, werde ich heute machen. Das geht. Ah, gut. Es ging ein bisschen straff, aber es geht. So, also. Ich denke mal, das ist jetzt so richtig. Chat, aber ich werde jetzt mal schnell in den Rauchen gehen. Ich drehe die Mucke ein bisschen lauter. Ich lasse euch mit dem Modell mal kurz allein. Ich bin gleich wieder da, Chat. Bis gleich.
Nee, ich musste nicht pipi. Und du pipi? 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 Wait, warte mal. A37? Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum steht da jetzt nochmal A31? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ja, wir bauen erstmal weiter. Zur Not baue ich alles nochmal auseinander und fange von vorne an. Perfekt. Ah ja, den gibt's auch noch in Gelb, aber da hab ich ihn leider nicht gefunden. Ich hätte ihn auch lieber in Gelb gehabt. Gelb ist irgendwie geiler. Warte mal, wie rum sind wir denn jetzt so rum? Ne, ich glaube, es läuft noch alles nach Plan. Alles gut. Chat, seid ihr noch da? Ich habe jetzt kein Soundboard hier, ich kann euch jetzt nicht wecken. Eine Einser. Oder habe ich schon mein Mikro? Ne, Mikro ist nicht gemutet. Katze, hau ab. Na, Mizi? Was ist denn los? Aber hier, da lässt du die Finger davon, das ist klar. Ja, das ist aber jetzt nicht so cool. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich kann dein Gesicht sehen. Ja, Elektromo. Ja, das geht aber jetzt nicht. Komm, ich muss ja an den Tisch, mein Guter. Hm? Ach, Katzen sind toll. So. Nee, ich kann dich jetzt hier nicht haben. Komm, ab. Ich komme mir bald vor wie Dizzy, Mann. Schau mal, bloß ein so ein Tier und ein Hund. Paulchen, die Mutti ist da. Ja, geh mal vor gucken, komm. Geh mal gucken, los. Ja, genau so sieht's aus. Katze und Hund. Aber die kennen sich schon von klein auf, deswegen vertragen die sich ganz gut. Weil die liegen zusammen im Körbchen, also so ist es nicht. Da haben die kein Problem damit. Ah, hier, das Teil ist vorhin schon rausgefallen. Das brauchen wir jetzt. Ich bin aber begeistert, dass der Laptop das aushält. Das finde ich echt nice. Also davon brauchen wir noch eins. Okay, dann sollten wir uns so eine 1er-2er-Achse. Fenders Krokodil. Ja, Pinguin haben wir ja auch. So, okay. Nee, warte mal, das ist das Falsche. Brauchen das gespiegelte Teil davon. Musst du dann jetzt. Wait, sind das jetzt dieselben? Ja, das sind dieselben. Brauchen das gespiegelt. Das hier brauchen wir, genau. Jetzt muss ich das so rumdrehen. Genau. Also, Chat, wie gesagt, ich kann euch bloß sagen, gönnt euch das. Gönnt euch das einfach. Das ist echt nice. Ja, so bestimmt so, genau. Dann bauen wir das. Warte mal. So, soll das noch hier dran? So. Das noch weiter rein? Okay.
1. Ah, okay. Ich erkenne es schon langsam. Ja, sei froh, dass du nicht ein Liga-Rennen hattest und die Katze einfach eine Chat-Nachricht abgeschickt hat. Das wäre wild. Das wäre absolut wild. Einfach Strafpunkte wegen einer Katze kassiert. Ehre. So, das ist jetzt hier das andere Teil. Ja, im Apex lässt du halt federn. Vielen Dank für dein Follow, Letter. Ich nenne dich jetzt einfach mal Letter, wie die Butter. Keine Werbung an der Stelle. Sag mal, läuft hier die ganze Zeit dasselbe Lead-Chat? Oder kommt mir das bloß so vor? Irgendwie bin ich mit dem Player von Monster Cat noch nicht ganz so... Das habt ihr ja auch noch nicht mitbekommen. Ich habe ja immer mal Hintergrundmucke laufen lassen. Das letzte Mal war von... Ich glaube von Twitch Music gibt es ja auch noch so eine App. Da ich meine Videos ja in der Regel noch auf YouTube hochlade, habe ich dort Urheberrechtsverletzungen bekommen. Also die sind jetzt für mich nicht kritisch, aber ich kann die Videos halt nicht monetarisieren. Also ich kann keine Werbung schalten. Das ist der einzige Nachteil. Aber da muss man halt echt aufpassen. Na, und jetzt habe ich mir ein Abonnement für Monster Cat geholt. Und das ist für beides safe. Genau, das ist Haus. Also ich liebe Haus. Bin schon gerne damals in die Disco gegangen. Ja, ich bin auch in die Disco gegangen. Das ist sehr, sehr lange her. Aber ich war auch so ein Party People. Party People! Mensch, wo ist denn jetzt dieses... Das hier. Genau, das brauchen wir. Also bauen wir denselben Frums nochmal. Nee, warte mal. Das ist falsch. Das hier brauchen wir. Das wird Mist. Ja, die Lieder gehen relativ lange. Rede, grüß dich, mein Guter. Wie sieht's aus? Alles gut bei dir? Hä? Ach so, das kannst du ja noch drehen. So, jetzt haben wir davon zwei. Es wäre halt jetzt mal interessant, ob das hier noch bündig sein soll, aber das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Nee, soll's nicht. Gut, ich hab's richtig gebaut. Das geht ja auch gar nicht anders. Ich persönlich hätte mir jetzt hier noch eine Achse durchgewünscht, dass das ein bisschen stabiler ist, weil das flappert jetzt hier so rum. Ja gut, wir gucken mal. Aber es nimmt immer mehr Gestalt an. Richtig nice. Und weiter geht's. 18.000 Umdrehungen. Kiri, danke für deinen Sub im zweiten Monat. Dankeschön. Dank. Ehrenmann. Das Modell wird nur langsam relativ groß. So, wir brauchen... Halt die Dinger auseinanderzuhalten, das ist echt nicht ohne, muss ich sagen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist das, brauchen wir.
Aber wir sind echt ein gutes Stück vorangekommen, glaube ich. Das ist ja jetzt nochmal dasselbe, ja. Wir brauchen jetzt nochmal ein anderes. Hier. Ist das jetzt ein anderes? Ja. Das ist jetzt das andere Teil, genau. Eine Achse. Und hier wieder so ein Zweier und flach. Und einer Rundkonnektor. Und einser mit Achse, Zweier Achse, perfekt. Heute mal mit Gesicht, hätte ich beinahe nicht erkannt. Ja, du hast mich auch schon so oft gesehen. Oh, wilde Mucke. Alles klar, Jonas. Aber für was brauche ich jetzt den? Ach so, der soll hier noch ran. Okay. Dann. Ah, jetzt das gleiche nochmal. Spiegel verkehrt. Brauchen wir jetzt nochmal so einen Flap. Den ich aber gerade nicht finde. Ach du Scheiße. Wir haben das erste Fehlteil. Safe. Also hier ist keiner mehr drin. Ist kein Flap mehr drin. Ist da hier noch einer? Oder haben wir schon eh zu viel verbaut? Ne, hier. Oh. Schon geschwitzt. Hier, Farbe, hier. Blue Wave, grüß dich. Ja, wir bauen heute mal ein bisschen mit Klemmbaustein. Warte, ich hol mal eben noch ein Edding und dann geht's los. Ich hol mal eben noch ein Edding und dann geht's los. Kennt man ja von bekannten Streamerinnen. Ich hab dann so Bock auf Stream eigentlich noch weiter zu bauen. Hallo! Guck doch mal in die Kamera, Lisa, komm. Komm mal her. Zeig dich mal. Chat würde sich freuen, Schatzi. Fünf Subs steht mein Name auf deiner Stirn. Der haben wir jetzt erst seit kurzem eingeführt, B-Rave. Lass dir das mal vom Chat erklären. So, wir müssen uns mal hier ein bisschen konzentrieren. Also eine Achse, das haben wir. Die beiden Panels haben wir. Dann brauchen wir nochmal eine Achse mit einer Pin. Doppelachse mit einer Pin. Jetzt habe ich das richtige Wort. Dann brauchen wir das Teil noch. Und dann geht los. Nee, wait. Nee, doch. Haut hin. Okay. Lisa, die machen sich gerade über die Gardinen hinter mir lustig. Bitte? DDR-Style, genau, Lisa. Lisa hat's erfasst.
Hä, was? Was Lügner? Theory? Was? 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 Theory, was meinst du? Ach so. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist der Kader. Oh, kann mir die Nummer nicht merken. Kader 61042. Der Sportwagen. So, fuck. Wo waren die jetzt? Haben wir die überhaupt schon mal verwendet? Einer Pin mit einer Achse? Ist die heute schon mal in der Hand? Ich muss sagen, die Teilequalität, also ich kann das jetzt zwar nicht so gut beurteilen, aber das sieht alles ziemlich gut aus, muss ich sagen. Jetzt fehlt uns wieder so ein Doppel-Einser. Ey, normalerweise, ja, wären das ja immer weniger Teile, aber ich finde die Teile nicht. Jetzt wirklich. Nein! Du bist immer noch nicht fertig. Hä? Es fehlt halt wirklich Shit. Ja, du? Ach, ich bin bescheuert, ey. Blöd kann man gar nicht sein. Ja, ja. Nee, das hat sich schon erledigt. Meine Dummheit. Ich bin ja hier und nicht hier. Oh Mann. Zack. Genau, das haben wir. Ich sehe gerade das falsche rote Panel. Das brauchen wir. Nee, auch nicht. Die Schlüpp-Konzentration lässt stark nach. Das ist das Panel. So, das drehen wir jetzt so rum, genau. Dann kommt das Ding da dran. Das da dran. Und jetzt das Teil hier dran. So. Und das Ding jetzt hier dran. Ah, das sieht jetzt schon langsam aus wie Spoilerlippe oder irgendwas, ne?
Eine Cam, die rotiert. Das kann die theoretisch, aber der Laptop kriegt das nicht hin. Beziehungsweise mit Nvidia Broadcast geht das sogar. Aber ich bin noch nicht so streamfortschrittig, B-Rave. Also ich habe hier noch eine normale Logitech 10922 Pro, die das Ganze hier abfilmt. Also alles low budget. Bin einer der ärmeren Streamer. B-Rave, schön, dass du da mal reinschaust. Lange nicht gelesen. Wir müssten eigentlich auch noch was an den Dingern ändern. Ich glaube, der Wiggle geht ein bisschen zu schnell. Aber da hatte ich bis jetzt noch keine Zeit, dir das mitzuteilen. Wilde Mucke. Jetzt haben wir ja dort reingestellt, jetzt kannst du ja drehen. Oh Mann. Wild. Musterknabe, mach's gut. Danke, dass du dabei warst. Tschüss, gute Nacht. Oh, jetzt gehen wir wieder ins große Modell. Hoppala. So, wir sollen das so halten. Ja, moin. Scheiße, warum war das jetzt dran? So, ne? So? Ich glaube schon, ne? Okay. Ja, so langsam passiert richtig was, ne? Ich glaube, das ist jetzt auch richtig, wie ich es zusammengebaut habe. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt brauchen wir 4 von diesen. Ah, die hier. 1. 2. 3. 4. Dann 3er. 3er braun mit Abschluss. Davon brauchen wir 2. Sind die da. Okay. Oh, das wird jetzt wild. Okay, also erstmal da ran. Es passiert was. Oh, das ist jetzt eine ganz schöne Frickelarbeit, glaube ich. Ach du Scheiße. Come on.
Die Mucke ist auch ganz schön wild, muss ich sagen. Bip, bip, bip. Lisa, guckst du gerade meinen Stream? Grüß dich, Terrorwurm. Warum guckst du nicht meinen Stream? Du musst meinen Stream gucken. Gucken schon, sich schon über 100 Mann den ganzen Abend an, wie ich Klemmbausteine zusammenschustere. Mehr recht als schlecht, vermutlich. Ach, das soll das so frickelig drin sein? Also ich weiß ja auch nicht. Aber sieht richtig aus. Boah, was ist jetzt passiert? Lizzie, vielen Dank für dein Sub im dritten Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Pico-Hype geht raus. Brich dir nicht die Daumen ab. Du Arsch. Aber ich glaube, das ist richtig so. Also es sieht zumindest richtig aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es ist schon nice. Das hier verstehe ich halt bloß noch nicht, was das darstellen soll. Aber das werden wir bestimmt irgendwann noch rausfinden. So 49 braucht man wieder diese 2 1er Connector. Davon 2. Und die sollen jetzt hier rein. Da. Hey Chat, wir haben noch nicht mal die Hälfte vom ersten Heft rum, hey, und haben ja schon 3 Stunden verdalt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, jetzt brauchen wir wieder 2 Einser-Achsen. Hier mal hier. Und davon 1. Brauchen wir noch ein zweites. Lisa, willst du weiterbauen? Boah, was ist jetzt schon wieder passiert? Drogon, yo moin Michel, der zweite und wichtigste Monat. Vielen Dank für deinen Resub im zweiten. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Mensch, Ares, du auch mal wieder am Start. Lange nicht mehr gelesen. Sinn. Hier wirst du nur gemobbt. Hier wirst du einfach nur immer gemobbt. So, also. Der Bums soll jetzt hier rein. Halt. Boah, das geht aber schwer. Denke mal. Was jetzt passiert? 100 Bits für ein Hype-Train, dankeschön. Das Modell, warte. C61 042 aus dem Hause Kada. Ares. Der Sportwagen von Kada. Fast 3200 Teile. Wir mussten mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Vielen Dank für 100 übrigens, B-Rave. Dankeschön. Ja, ja, sehe ich genauso. 9 von 10 Leuten finden Mobbing voll okay. Das soll jetzt hier dran gehen? Das geht doch gar nicht, oder? Doch, das geht. Krass. Okay. Bin mir nicht so sicher, ob das. Ah, zumindest kannst du das jetzt hier so arretieren. Naja, gut. Wir gucken mal, wo es hinführt. Ein Hype Train! Nochmal danke für 100, Flo. Dankeschön. Das verbotene Set. Ich weiß nicht, ob es schon verboten ist. Abwarten. Solange es nicht verboten ist, können wir es ja noch bauen. So, jetzt haben wir hier. Jetzt muss ich wieder diese. Ach, fuck. Was ist zum Schluss eine Mikrowelle?
muss ich mir diesen Fix nochmal angucken. Wir sind nämlich jetzt am Bauschritt 51. Hat man am Anfang zwei Teile gesaved, die wir jetzt hier mehr verbauen sollen. Jetzt wackelt hau ne Spax rein. Ja, da sehe ich uns. Na, Flo hat ja hier eine PDF reingehauen. Ja. Ja, aber das ist noch nicht durch. Wir warten mal ab. Aber dann wird vielleicht. Ist das vielleicht dumm gewesen, dass ich das Ding aufgemacht habe, ne? Würde ja den theoretischen Wert steigen. Irgendwie geht die PDF nicht auf. Ja, da muss ich mir die YouTube-Anleitung jetzt nochmal schnell reinziehen. Flo, verstehst du, was du hier machen sollst? Ja, mal gucken. Davon brauchen wir zwei. Nee, nicht davon. Hä, wo haben wir denn jetzt die roten Konnektoren? Ach, die sind hier. Okay. Davon brauchen wir zwei. Also ich glaube, weil die Teile waren zu früh im Bauschritt. Wahrscheinlich macht das das Bauen bloß einfacher. Das ist aber jetzt, sag ich mal, kein... Also ich nehme mal an, das sollen die hier sein. Die Panels. Dann brauchen wir noch... Lassen wir das hier weg. Brauchen wir noch das. Neus, grüß dich. Ja, dachte ich auch, aber wenn ich jetzt weiter geguckt habe, da ist ja jetzt nichts anderes. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dort anders bauen soll. Es sei denn, du hast da eine Idee. Ich muss mal gucken, dass ich die Anleitung irgendwie als PDF bekomme. Ich lege die Teile hier erstmal beiseite, mal gucken. Obwohl, ich brauche sie ja jetzt eh. Aber... Na, hier haben wir die auch nochmal. Also die sind auf alle Fälle doppelt vorhanden. Jensman, das ist der Kader C61042. Der Kader Fefe, sagen wir es mal so. Fefe darf man vielleicht sogar sagen. Ja, du brauchst... Ja, Flo, du brauchst eigentlich... Achso, ja. Du hast ja den anderen Teil nicht. Es sollte halt bei Bauschritt... Scheiße. Ich habe natürlich jetzt nicht geguckt. Naja, ist egal. Wir bauen es erstmal so weiter. Chat ist halt wirklich krass, wie die Zeit hier vergeht, wenn du den Bums hier baust. Manchmal ganz schön fummelig. Mein Wurstfoden. So, jetzt sollst du das da anbauen. Du kannst dir das Video ja auch nochmal angucken, Flo. Das Video ja nochmal angucken, wenn du möchtest, was du mir geschickt hattest.
habe mir auch bloß das Video angeguckt. Das ist eigentlich genug. Ja, 23 Uhr wollte ich fertig sein. Warte, ich schüttle einfach gleich nochmal schnell die Box und dann ist das Ding zusammengebaut. So. Sollen wir... Boah. Es wird so langsam für die Augen ganz schön wild. Aber keine Ahnung, wo das hier dran soll. Ach, das soll hier dran, okay. Wait. Nee. So. Genau. Das soll jetzt hier dran, oder was? Das geht ja gar nicht. Hä? Okay, ich hab glaube was falsch gebaut, das ist soweit. Oh oh. Ah, nichts Schlimmes. Doch nichts falsch gebaut, beruhigt euch. Glaube ich zumindest. Sieht zumindest ganz gut aus. Du hast ganz schönes Gefummel. Hm. Na gut. Statt zweimal. Was war da mal? Muss man mal hochscrollen. Scheiße, ich kann hier nicht hochscrollen. Im Laptop. Na geil. Ach doch, hier. Du sollst irgendwie viermal das Teil bewahren, damit das Gitter festhält. Ja, aber wo? Das verstehe ich eben nicht. Hält das hier auch fest, ne? Ach so, das kann man aber noch nachträglich machen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? So. Also soll ich jetzt praktisch. Warte mal, wo ist denn das? Wo habe ich denn die zwei jetzt hingepfiffen? Ach, die habe ich noch gar nicht rausgesucht. Okay, das und das. Das soll ich jetzt jeweils noch mit so einem Einer-Connector verbinden. Alles klar. Jetzt haben wir's.
Nee, dann machen wir gleich dran. Ich hoffe nur, dass die Einer-Konnektoren da nicht alle sind. Aber ich glaube, die 1x1-Teile, die gab es immer eh immer alle doppelt. Wir haben die ja nicht verbraucht für vor uns, dachte ich. Wo sollte denn das Teil eigentlich hin? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie auch immer, wir haben es jetzt dran. Ich denke, das sieht ganz brauchbar aus, so wie es sein soll. So, au, jetzt brauchen wir hier irgendein Spezialteil. Das habe ich noch gar nicht in der Hand gehabt. Das haben wir, das haben wir. Brauche ich so eine Achse? Das hätte ich ja auch sagen können. Ich sehe die Zeit. 3 Stunden haben wir fast voll. Also die 10 Minuten bis zu 3 Stunden machen wir noch voll. Dann ist Feierabend für heute. Gut, ich finde das Teil nicht. Das sind die Gitter. Konzentration lässt du langsam nach. Das riecht gut beim Lego bauen. Vorher noch irgendwas bauen? Nee, ne? Klemmbaustein ein bisschen. Ich find's nicht. Fehlt jetzt praktisch, ich finde gerade dieses Teil nicht. Das kommt hier so dazwischen gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das hier. Beziehungsweise das hier. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nee, das stimmt. Die ganze Zeit in die Schüssel reinguckst, irgendwann erkennst du das dann nicht mehr. Ja, wir gehen jetzt mal systematisch vor. Kann nicht sein, dass wir es nicht finden. So. Nee, habe ich auch schon reingeguckt. Das ist ja schon relativ lang. Ah, genau, stimmt. Das ist so eine flexible Achse. Wo haben wir die hingeschmissen? Weiß das noch jemand? Stimmt. Fuck, in welchem Karton waren die? Waren die in der 6 drin? Zwei. Stimmt, Flo, du hast recht. Das ist so eine flexible Achse. So eine Flex-Achse. Ich glaube, wird zurück in den Karton gepackt. Hier in der 6. Müssen wir das Sackmesser holen? Ja, die waren extra.
die hier. Ja, hier, da ist er, die schwarze. Da ist er. Danke, Flo. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Dann müssen wir die jetzt auch noch aufmachen. Ja gut, die packe ich dann aber gleich wieder weg, weil ich denke, wir werden jetzt nicht gleich wieder so ein Ding brauchen. Mal hier oben rein. Kann man schon gleich dort reinschütten. Kann man eigentlich schon gleich machen. So. Gummi ist noch raus hier. So, perfekt. Danke, Flohmann. Das können wir auch entsorgen. Was haben wir jetzt hier? So, und die soll jetzt hier die roten Pins reingesteckt werden. Das ist ja wild. Ist das noch so mit so Klemmbausteinen gehört? Krass. So, schön. Wann war? Was los? Ist ja zu wild, hä? Ich frage mich mal, wann wir mal endlich mal wieder hier so ein großes Teil verbauen. Wir verbauen eigentlich jetzt gerade nur kleine Teile. Ah, hier haben wir wieder mal ein L. Geht jetzt wie das Brezelbacken. Wenn du nicht hier Teile suchen musst, geht's ruckzuck. Bruder, das wird ja immer größer. So. Die Mucke ist schon einschläfernd, muss ich wirklich sagen. Aber wir machen ja gleich Feierabend. Wir bauen die Gitter dann noch zusammen, bauen die Gitter noch dran und dann ist Schluss. Ja, die bauen dann, den Bauschritt 59 bauen wir die Gitter dann dran, dann ist Feierabend. Und die drei Steps machen wir jetzt noch. Nee, Knipser, das ist Bauschritt 1. Na, also die Teile, das sind dann halt noch die ganzen Teile, die du halt
über das ganze Set brauchst, ne? Hier die ganzen Achsen etc. Da hat das ja überhaupt noch nicht abgenommen, der Bums. Dann haben wir unten noch 5 weitere Kisten. Und die Kisten werden nicht kleiner. Das muss ich noch dazu sagen. Also die nächste Kiste ist dann schon deutlich größer. Also ich weiß nicht, wie viele Teile wir bisher verbaut haben. Lass das mal 100 gewesen sein, wenn es überhaupt sind. Und über 3000 Hammer. Ja. Also ist schon noch ein bisschen zu tun, glaube ich. Ich glaube, Dizzy ist mit seinem Skyline eher fertig als ich mit dem Ferrari. Aber der Skyline hat, glaube ich, nicht so viele Teile. Ich muss mich dann echt zwingen, hier nicht offstream weiterzubauen. Ohne Scheiß jetzt. B-Ray fällt auch noch mit am Lurken. Bender, wie meinst du das? Hast du die Bilder jetzt im Internet angeguckt oder was meinst du? Schnauze, wenn ich die Dinger zusammenstecke. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Dinger genommen. Ich will jetzt gar nicht verglichen. Sieht gut aus. Ich glaube, hier lachen auch keine anderen mehr drin. Ja, passt. Perfekt. Boah, jetzt machen wir was Cooles. Also, Gitter. Da brauchen wir einmal klassisches Lego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Dann hab ich vorhin auch schon gesehen. Dann brauchen wir das. Na, Bender. Grüß dich. Ja, also ich mach bald wieder Feierabend. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ach, wir brauchen ja... Okay, also das kommt jetzt hier so. Wir brauchen ja 2 solche Gitter. Hier das Ding wird dann. Zack. Und zack. Einmal. Jetzt müssen wir das nochmal bauen. Ja, irgendwann ist immer gut heute. Ich denke mal, wir machen dann nächste Woche weiter. Jetzt am Wochenende werden wir keine Zeit haben. Sonntag ist GT4 Alpin. Fahren wir Misano. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und Samstag fahren wir 6 Stunden Barcelona. Also Plan ist schon wieder voll. Und das Teil ist verbogen hier. Das erste Teil, was nicht so geil ist, ist verbogen. Aber okay. Wird jetzt nicht hinderlich sein. It's Bandit! Okay, das haben wir. Vermutlich, Bender. Wenn du dann mit am Start bist, würde mich sehr freuen. Ich hab das da warm gebogen, Kabu. Das ganz sanft gemacht. Genauso wie ich Lisa immer ganz sanft anfasse. Hey, Schatzi? Hab dich auch lieb. Hä? Ach, das soll jetzt... Das soll jetzt hier so dran. Ah, jetzt verstehe ich die Systematik. Alles klar, deswegen hält das auch besser.
weil das jetzt hier von 4 solchen Knöpfen gehalten wird. Vorher waren das bloß 2. Jetzt verstehe ich auch dieses Upgrade. Na, ich weiß nicht, ob man es in der Cam sieht. Na, hier haben wir ja vor uns diesen Double Brick dran gebaut. Ja, und jetzt wird es halt von 4 anstatt von 2 gehalten. Deswegen hält das besser. Ich weiß bloß nicht, an welcher irrelevanten Stelle man das zurückgehalten hat. Ist das jetzt eigentlich richtig rum angebaut? Das ist erstmal die kriegsentscheidende Frage. Ja, das ist richtig rum. Durch Zufall richtig angebaut. Mit dem Hammer. Also das ist schon ganz schön frickelig, muss ich jetzt sagen. Das ist ja gar nicht für mich. Bruder! Was mach er mit hier? Wo ist der Hammer? Ah, okay. Ah, das kann... Ah, okay, da geht's besser dran. Ah, kannst du dann hier noch verstellen. Na, mehr Luft? Weniger Luft? Oder müssen die so schräg? Ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt einfach mal so. Ah, nee, die müssen hier dahinter. Hä, das geht doch gar nicht. Wie willst du denn das machen? Ach so, okay. Die müssen hier dahinter. So. Okay. Ja, Twitch ist halt für die Zuschauer ein bisschen interaktiver, Bender. Ja, wenn du dir jetzt noch Better Twitch TV dazu holst, dann hast du auch noch ein paar schöne Emotes. Ja, gut, ergibt nicht viel Sinn, Cabo, das stimmt schon. Hört doch mal auf, mich hier immer zu diskreditieren. Du Sack. Sorry. Ja, Chat, ich denke, wir machen für heute Schluss. Wir haben relativ viel geschafft, bin ich der Meinung. Also für meine Verhältnisse. Und ja. Morgen geht's dann mal gucken, was wir morgen machen. Ich denke mal, wir werden morgen wieder mal eine Runde ACC fahren. Ein paar Teile sind dann nur noch übrig geblieben vom Z1, also ich denke mal, hier waren wir wirklich unsere 10, 15 Stunden brauchen, bis wir das Ding zusammengeschustert haben. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie man das schaffen soll. Das ist ja alles viel zu wild. Ach, die kannst du auch noch... Ach so, ah, okay. Jetzt sieht so besser aus, alles klar. Kannst du noch ein Stück runterdrücken hier. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das dann entwickelt. So sieht es jetzt momentan aus. Also viel haben wir nicht geschafft. Ja, auf alle Fälle, Content ist da, denke ich. Content ist da. Irgendwie passt das hier nicht so. Hab ich hier irgendwas vermehrt? Nee, ne? Ach, weil das Ding ja halt so ein bisschen verbogen ist, ne? Aber so sieht's ganz gut aus.
Naja, gut, werden wir sehen. Gut. Also, Chat, ich würde sagen, Feierabend für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gucken mal noch, wen wir noch raiden können. Also, es werden wahrscheinlich jetzt viele ins Bett gehen. Haben sie ja mittlerweile schon 23:45. Der Laptop hat zum Glück durchgehalten. Ja gut, es ist kaum noch einer an. Pass auf, Chat, wir machen für heute Feierabend. Raid lassen wir jetzt weg. A61 war der letzte Bauschritt, den wir gemacht haben. Merken wir uns. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche euch gute Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann morgen wieder. Ich fahre ab und zu mal iRacing. Achso, das wisst ihr ja, The VK. Können wir später nochmal drüber quatschen. Also ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch was. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Und danke für die ganzen Subs, Bits, Bytes und Follows und wie auch immer. Dankeschön. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.